Ich habe hier den Thomas Rotsch. Servus. Servus Thomas. Der Thomas war letztes Jahr auch schon beim Amid Waves Festival dabei, wo es noch live stattgefunden hat, dieses Jahr online. Stimmt nicht ganz. Ich habe nicht live gespielt letztes Jahr. Du warst anwesend. Ich war anwesend, ja, aber ich habe das mit dem Andreas irgendwie vergurkt letztes Jahr. Okay, das ist natürlich sehr schade und deswegen dieses Jahr. Sag mal, wie würdest du deine Musik beschreiben? Oh, schwierige Geschichte. Muss ich eine kleine Geschichte erzählen dazu? Ja, Geschichten sind immer gut. Ich habe irgendwann in den 90er Jahren in Rostock gespielt, auf einem alten Schiffkutter, im Bauch von so einem Schiff. Und dann Mit der Quetschen oder was? Nein, nicht mit der Quetschen, sondern damals schon mit Synthes. Aha, okay. Also damals noch so richtig oldschool, mit so richtig Drummaschinen und allem drum und dran. Modular war damals noch nicht so das Riesenthema. Und danach kam so eine Reporterin so zu mir von so einem Lokalblattl und die hat dann so gemeint, so, was war denn das jetzt? Und das war ja nur Lärm. Ja? Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, naja, das ist ganz einfach, der Lärm ist meine Droge. Wenn du Lärm in einer gewissen Lautstärke und einer gewissen Intensität von dir gibst, dann schafft es dein Hirn nicht mehr an irgendwas anderes zu denken. Okay, es ist wie so Schmerz quasi oder Anstrengung. Ja, aber angenehmer okay. Schmerz. Okay. Und so vergisst man, über Sachen nachzudenken. Man schaltet ab, ohne sich jetzt irgendwie künstliche Drogen reinzupfeifen. Aber das klingt doch so bedrohlich. Also ich werde also mal Lärm vom eigenen Sinne, kriege ich mal Unwohlsein, Bedrohungsgefühle, irgendwelche riesigen Baggermaschinen, was weiß ich, irgendwelche lauten Sachen, die machen naja, aber Angst, in dem Kontext, dass du steuern kannst, dass du zuhören kannst, du kannst ja rausgehen, und wenn es dir zu viel wird, du musst ja keine Angst davor haben. Okay. Du kannst es benutzen. Also du setzt dich dem freiwillig aus und dann tastest du dich quasi ran und als Zuhörer. Genau, und so ist es. Wenn die Distanz, die eigentlich für dich dann noch angenehm ist. Und um abzuschalten, um nicht mehr über den Alltag nachdenken zu müssen, was ja jetzt gerade in der jetzigen Zeit auch irgendwie ziemlich nervig ist. Und bist du deinem Stil dann treu geblieben? Also kriegen wir jetzt bei Ambient Waves jetzt gleich von dir, kriegen wir ja was zu hören? Nein, kriegen wir nicht. Also ich meine, das Thema ist, es gibt immer zwei Punkte. Es gibt einmal den Lärm, der dich abschaltet, und einmal die Ruhe, die dich beruhigt und wieder runterbringt. Und die hast du uns heute mitgebracht, die Ruhe. Eher die Ruhe, genau. Eher die Ruhe. Okay, das finde ich schön. Also eher melodiös, eher experimentell zwar, aber ruhig. Und wie viel ist jetzt von deiner Musik improvisiert? Wie viel entsteht quasi spontan, wenn du jetzt zwei Sets spielst, zweimal, zweiter Take, zweiter Versuch, kommt da genau das Gleiche raus? Oder nee, es kommt nie dasselbe raus. Es kommt immer was komplett anderes raus bei mir. Ich habe ein sehr minimalistisches Setup, das sehr flexibel ist, was in jede Richtung sich entwickeln kann, und man weiß eigentlich gar nicht, was rauskommt. Man kann sofort mit dem Tempo spielen, man kann mit allem rumexperimentieren. Ich liebe es zu experimentieren. Und wie oft ist es jetzt so, dass das Ergebnis jetzt für dich gut war und wie oft ist es schlecht? Also was? Naja, ich kenne es ja von mir, dass man mal sagt, boah, das war jetzt voll geil, und am nächsten Tag macht man dasselbe, denkt man, und dann ist es eigentlich überhaupt nicht inspirierend. Ja, das ist ja mein Ansatz an der Musik. Ich habe ja keinen Anspruch, irgendwas Reproduzierbares, Veröffentlichbares oder Interessantes für andere Leute. Du setzt dich jetzt schon der breiten Öffentlichkeit aus hier, muss ich mal sagen. Ja, vielleicht ist es auch interessant, da kann ich aber auch noch was dazu erklären. Für mich ist Musik einfach nur eine Therapie. Ich mache das ohne Ansatz, das zu veröffentlichen oder sonst irgendwas. Ich liebe Instrumente, ich bin ein totaler Technik-Nerd, aber ich habe nicht den Anspruch, etwas unbedingt nach außen zu bringen. Aber das, was interessant ist an der ganzen Geschichte, was ich gelernt habe, ist, dass es dieses Verspielte, dieses Leichte, manche Leute einfach gefällt. Eigentlich mache ich es nur für mich, habe wunderschöne Momente, wenn ich zu Hause bin, spiele ich irgendwie eine halbe Stunde rum, ich kann es nie wieder nachvollziehen, ich habe nie auf Record gedrückt, aber ich fühle mich danach vollkommen entspannt. Ich finde es einfach schön. Es war dann einfach eine schöne Zeit. So. Und genau deswegen mache ich es. Aber ich habe halt festgestellt, wenn du mit dieser Leichtigkeit halt rangehst, dass es manche Leute auch interessant finden. Ja gut, wenn du es selber schon mal gut findest, ist es ja schon mal vielleicht ein Indiz, dass das andere auch vielleicht auch gut finden können. Genau. Aber ich habe nicht den Anspruch daran. Und ich experimentiere halt rum. Wenn es gefällt, gefällt es. Wenn es nicht gefällt, gefällt es nicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass es gefällt heute. Genau. Also ich gehe sehr verspielt und ohne jeglichen Ansatz oder Stilansatz oder wie auch immer an die ganze Geschichte ran, weil es einfach, für mich ist es eine Art Therapie. Super. Thomas, da bin ich ja sehr gespannt, was jetzt gleich kommt. Genau. Bleib dran. Thomas Rotsch, Ambient Waves. Alias Tonbänder übrigens. Achso, Tonbänder, dein Künstlername ist Tonbänder. Dein Projektname ist Tonbänder. Okay. Genau, habe ich schon seit den 90er Jahren. Sehr gut.
findet man sogar alte Bilder auf Discogs davon. Okay, also, alles klar. Viel Spaß mit Tonbänder. Ciao. Ciao.